Herzlich willkommen zu einer CATV News Doppelfolge mit den Themen aus Februar und März. Israel. Wir wollen die Cannabis-Hauptstadt werden. In der israelischen Negev-Wüste, weit entfernt von den Wolkenkratzern Tel Avivs, hofft die Stadt Jerucham zur Cannabis-Hauptstadt mit einem internationalen Zentrum für medizinische Cannabis-Technologie zu werden. Dutzende Startups arbeiten an neuen Einsatzmöglichkeiten der Hanfpflanze. Die Firma CanNegev fördert junge Unternehmen in der Cannabis-Forschung. Wir entwickeln diese Technologie für viele Bereiche, zum Beispiel Medikamente im Pharmabereich, Agrartechnologie für die Landwirtschaft, in allen Bereichen, in denen Cannabis eingesetzt werden kann, erklärt der Gründer. Sie würden Ideen entwickeln, Geld investieren und dabei helfen, sie schließlich zu Produkten zu machen in der Technologie- und Talentenschmiede. Der Freizeitkonsum von Cannabis ist in Israel illegal, wird aber toleriert. Die Behörden haben jedoch in den letzten 10 Jahren die therapeutische Verwendung von Cannabis zur Behandlung von schweren Erkrankungen und posttraumatischen Stress bei ehemaligen Soldaten gefördert. Im Oktober brachte das israelische Parlament einen Gesetzentwurf ein, der darauf abzielt, medizinisches Cannabis besser verfügbar zu machen. Ja, Italien. Kein Referendum über privaten Cannabisanbau. 620.000 Personen hatten im vergangenen Herbst die Petition zur Legalisierung des Cannabisanbaus in Italien unterzeichnet. Und das innerhalb nur weniger Tage. Erleichtert wurde die Unterschriftensammlung dadurch, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Zustimmung erstmals auch auf dem digitalen Weg ausdrücken konnten. Für das Zustandekommen eines Referendums sind in Italien 500.000 Unterschriften erforderlich. Doch obwohl diese Marke locker übertroffen wurde, wurden die Italienerinnen und Italiener nun doch nicht über die Legalisierung des Cannabisanbaus abstimmen können. Das Verfassungsgericht hat das Referendum am Mittwochabend für nicht zulässig erklärt. Ja, der Grund für das negative Urteil sei, dass nicht etwa die Voreingenommenheit des Richtergremiums gegenüber Cannabiskonsum gewesen, betonte der neue Präsident des Verfassungsgerichtes, der frühere Regierungschef Giuliano Amato. Die Petition sei ganz einfach schludrig geschrieben gewesen. Es wäre nicht nur der Anbau von Cannabispflanzen erlaubt worden, sondern auch der Anbau von Schlafmohn und Kokablättern, die der Herstellung harter Drogen dienen. Damit hätte Italien seine internationalen Verpflichtungen bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität verletzt, betonte Amato. Deutschland. Snoop Dogg folgt dem Cannabis-Boom. Ja, die Legalisierung von Marihuana für den Freizeitgebrauch lässt in Deutschland vermutlich nicht mehr lange auf sich warten. Seit die neue Regierungskoalition aus dem Jahr 2021 versucht, den legalen Cannabiskonsum Europas größter volkswirtschaftlich abzusichern, bringen sich immer mehr Investoren in Stellung, um mit dem wachsenden Markt zu profitieren. Auf der anderen Seite fangen die europäischen Cannabis-Startups nun vermehrt an, Gelder einzusammeln, um am Startschuss der Bundesregierung bestens vorbereitet zu sein. Hinter den Investoren aus Übersee ist auch Hip-Hop-Ikone Snoop Dogg. So hatte die in Frankfurt am Main ansässige Cansativa Group Mitte Februar 2022 in einer Finanzrunde unter der Leitung von Casa Verde Capital, eine von Snoop Dogg unterstützten Cannabis-Investments-Firma, im Umgerechnet von 13,4 Millionen Euro aufgenommen. Das Unternehmen ist derzeit der einzige deutsche Vertrieb von im Inland angebauten Cannabis. Vorher hatte schon die Berliner Sanity Group, ein auf medizinisch Cannabis spezialisiertes Start-up, in einer Finanzierungsrunde umgerechnet etwa 3,1 Millionen Euro von Casa Verde erhalten. Ja, und ein paar Kartons voller Blumen machte neugierig. Der Zoll hat auf der A44 bei Soest im Kofferraum eines Autos insgesamt 515 Cannabispflanzenstecklinge entdeckt. Nachdem der Fahrer von Kartons voller Blumen gesprochen hatte, ja, wie der Zoll am Dienstag mitteilte, hätte man das Auto aus Belgien für eine Kontrolle gestoppt. Neben den Kartons mit den Cannabis-Stecklingen fanden die Beamten im Wagen auch noch einen angerauchten Joint. Der Mann habe zugegeben, am Vortag zuletzt Marihuana konsumiert zu haben. Nach einer Vernehmung kam er wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen laufen weiter. Ja, Cannabis-Produzent startete auch noch eine Preisoffensive, und zwar IMC Atufarm.
sieht sich gezwungen, die Preise für Medizinalcannabis auf dem Schwarzmarktniveau zu senken. In einem offenen Brief appellierte der deutsch-israelische Cannabisanbieter an den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Bevor Patienten, die ihre Behandlung selbst bezahlen, illegales Cannabis beziehen müssen, aus eigener Kraft für die Versorgung auf diese Weise, will er die Versorgung auf diese Weise sicherstellen. Medizinalcannabis in Blütenform will der Anbieter mit sofortiger Wirkung auf gängigem Schwarzmarktniveau den Endverbrauchern zugänglich machen. Die Firma betont, selbstverständlich werden wir auch weiterhin alle Vorgaben für Anbau und Verarbeitung von medizinischem Cannabis in pharmazeutischer Qualität einhalten und die Apotheken in Deutschland zuverlässig beliefern. Afrika. Ja, Afrika bereitet sich auf Cannabis-Ansturm vor. In Afrika entwickelt sich eine gigantische Cannabis-Industrie, die bald die ganze Welt versorgen könnte. Bereits jetzt wird in Uganda medizinisches Cannabis für den deutschen Arzneimittelmarkt angebaut. Über 3 Hektar erstreckt sich die einzige legale Cannabis-Plantage in Uganda. Über 40 Pflanzen gedeihen hier in weißen Gewächshäusern unter strikten hygienischen Bedingungen. Sie sind bestimmt für den Export nach Europa. Seit Anfang Januar ist das ugandische Cannabis in deutschen Apotheken gemäß dem deutschen Arzneibuch, dem offiziellen Regelwerk zur Qualitätssicherung bei Medikamenten, erhältlich in weißen, luftdichten 10-Gramm-Packungen. Ja, Afrika hat quasi die Verantwortung, eine führende Rolle bei der Kultivierung und Verarbeitung von Cannabis zu spielen, sagt ein deutscher Cannabis-Importeur. Wenn wir gleichzeitig auch Umweltschutz betreiben wollen, können wir nicht diese großen Mengen indoor kultivieren, warnt er. Denn diese müssten unter günstigen Bedingungen kultivieren und das geht sinnvoll am besten in Äquatornähe. Österreich. Mehrheit stimmt für die Legalisierung. Die Mehrheit der Österreicher ist für eine Legalisierung von Cannabis unter Auflagen, zeigt eine neue Umfrage. Nur jeder Fünfte ist komplett dagegen. Das sagt eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Unique Research für die aktuelle Ausgabe vom Profil. Befragt wurden dazu 500 Österreicher. Gefragt wurde, ob es gesetzlich erlaubt werden soll, dass Cannabis zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften an Erwachsene verkauft werden darf. Über ein Viertel, nämlich 26%, antworteten mit Ja, absolut und weitere 23% mit eher Ja. 23% wollten eine Legalisierung von Cannabis wiederum auf keinen Fall. Thailand. Neues Cannabisgesetz soll Tourismus ankurbeln. Mit dem Sandbox-Programm hat sich Thailand bereits schrittweise wieder für den internationalen Tourismus geöffnet. Nun will das südostasiatische Land der Legalisierung von Cannabis den Tourismus weiter ankurbeln. Einen klaren Unterschied zwischen dem Kraut, das Hai macht, und dem in Thailand legalisierten Cannabis gibt es jedoch. So möchte das begehrte Urlaubsland mit der Regulierung vordergründig kranke Menschen ansprechen, die THC zur Verbesserung ihrer Gesundheit einnehmen wollen. Nach Angaben eines Vertreters der thailändischen Gesundheitsbehörde soll es sich bei dem legalisierten Cannabis lediglich um ein Marihuana-Produkt mit einer sehr geringen THC-Gehalt handeln, das nicht high mache. In sogenannten Cannabis-Cafés können Urlauber in Thailand das heilsame Dope ab sofort konsumieren. Thailand gilt derzeit als das einzige asiatische Land, in dem der Anbau und der Konsum von Cannabis teilweise erlaubt ist. Somit könne das Reiseland von einem Alleinstellungsmerkmal oder einer damit einhergehenden größeren touristischen Nachfrage profitieren, so der Behördenvertreter. USA. New Yorker bekommen Cannabis-Lizenzen mit Verurteilung. Der amerikanische Bundesstaat New York will bis Ende des Jahres die ersten legalen Verkaufsstellen für Marihuana im Einzelhandel einrichten. Die Antragsteller für solche Cannabis-Shops erhalten Zugang zum Kauf von örtlichen Growern und darüber hinaus bezahlt der Staat New York eben neu gepachtete Ladenlokale. Noch vor 10 Jahren hätte niemand solche Nachrichten für möglich gehalten. Doch es kommt auch besser. Um den ersten lizenzierten Cannabis-Einzelhändler in New York zu gehören, müssen die Antragsteller oder aber ein Mitglied ihrer Familie im Laufe ihres Lebens wegen einer Straftat im Zusammenhang mit Cannabis verurteilt worden sein. Also je nach Nachfrage. Nach den Verkaufslizenzen sollen die ersten 100 bis 200 Lizenzen an solche Personen vergeben werden, berichtet die New York Times. Durch die bevorzugt von Personen mit Marihuana-Verurteilung
Und die Unterstützung, etwa durch die durch zur Verfügung gestellten Ladengeschäfte, scheint New York zu versuchen, Fallstricke zu vermeiden, die in einigen anderen Bundesstaaten aufgetreten sind. In den ausgewiesenen Social benachteiligten Bewerber, Mom-and-Pop-Cannabis-Unternehmen mit Problemen wie Kapitalmangel oder der Konkurrenz durch zahlungskräftige Mitbewerber zu kämpfen hatten. Mike Tyson verkauft essbare Cannabis-Opium. Mike Tyson hat ein neues Produkt am Markt, essbare, angebissene Ohren mit Cannabis-Extrakt. Damit spielt sein Management natürlich auf den legendären Kampf im Jahr 1997 an. Damals hatte Tyson seinen Konkurrenten kurzerhand ins Ohr und von diesem ein Stück weggebissen. Der Kampf ging ebenso wie Tysons Biss in die Sportgeschichte ein. Und ist jetzt um eine kultverfestigende Facette reicher. Mike Bites heißt das neue kulinarische Produkt, das schematisch das angeknabberte Holyfield-Ohr darstellen soll. Also, liebe grüne Gemeinde, Ohren und Augen offen halten, bleibt legal und gesund. Wir freuen uns auf eure Unterstützung und natürlich auf eure Kommentare. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund.